Der Wille des Menschen, der wird nicht durch irgendwelche Apps gesteuert, auch wenn das viele Menschen manchmal glauben, dass das so ist, aber das ist nicht der Fall. Quantified Self bedeutet nichts anderes als die Vermessung des Selbst. Das bedeutet, dass ich verschiedene Daten, die ich tracken kann, über mich selber, über mein Verhalten, über das, was ich tue, auch tracke. Das im Bereich Gesundheit ist das zum einen die Aktivität, also wie viel ich mich bewege. Zum zweiten ist es die Ernährung, was nehme ich auf, welche Nährstoffe nehme ich auf, wie viel Energie nehme ich zu mir, wie viel Energie verbrauche ich, wie ist mein Körpergewicht etc. Das ist auch der Schlaf, den ich tracken kann. Und das sind natürlich Vitalparameter, das heißt meine Blutwerte, mein Blutdruck, meine Herzschlagfrequenz. Es gibt eigentlich nicht alles, was man messen kann, kann man über digitale Sensorik messen. Womit verbringe ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit? Welche Webseiten rufe ich wie oft auf? Wie lange nutze ich WhatsApp und Facebook? Wie verbringe ich meine Arbeitszeit? Mit wem kommuniziere ich? Also alles, was ich über digitale Kanäle oder über vernetzte Geräte mache, kann ich eigentlich tracken. Das heißt, ich kann nicht nur meine Gesundheit tracken, sondern im Prinzip mein ganzes Leben. Das nennt sich dann Live-Logging. Also wirklich zu erfassen, was mache ich den ganzen Tag, womit verbringe ich meine Zeit. Ja, diese Bewegung, die Quantified Self-Bewegung, kommt natürlich wie vieles aus Kalifornien. Und der Hintergrund der Menschen, die mit Quantified Self begonnen haben, ist eigentlich der Gedanke, was ich messen kann, das kann ich verstehen und das kann ich dann eben auch verbessern. Also im Prinzip geht es darum, ein besserer Mensch zu werden und die Möglichkeiten, die ich habe als Mensch, ganz gezielt zu steuern und eine Transparenz zu gewinnen über mein Verhalten. Und um das noch einen Schritt weiter zu denken, was ist die Vision davon? Es gibt die Transhumanisten, die ich immer sehr gerne anführe, das sind die philosophische Denkrichtung, in der man sagt, die Evolution des Menschen ist noch nicht abgeschlossen, sondern wir werden uns in digital erweiterte Wesen entwickeln. Und dann ist man ganz schnell bei Brain-Machine-Interfaces, also das vernetzte Gehirn. Das geht übrigens auch schon. Es gibt im Consumer Market auch schon Geräte, die Gehirnströme messen. Und da gibt es so lustige Apps wie Gaming-Apps, wo man dann mit der Kraft seiner Gedanken irgendwelche Dinge durch den Raum bewegt oder ein Auto steuert. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt des Quantified Self. Auch die Aktivitäten, die wir heute noch nicht messen können, heißt die Aktivitäten im Gehirn, Träume etc. All das zu messen, aufzuzeichnen und dann vielleicht auch zu steuern. Wir befinden uns ja im Gesundheitssystem, weil wir Anwendungen machen für Krankenkassen und für Pharmaunternehmen. In dieser Branche gibt es im Moment die Wette auf die Zukunft, dass das System in 20 Jahren ganz anders aussehen wird, als dass es heute aussieht. Das heißt, dass ich nicht mehr für die Behandlung von kranken Personen bezahlt werde, sondern dafür, wie viele Menschen ich gesund halte und wen ich zum gesunden Menschen wieder machen kann. Im Moment werde ich ja incentiviert für die Behandlung von kranken Menschen im gesamten System. Und unsere Services, die wir entwickeln, digitale Präventionsprogramme, Online-Therapieprogramme, therapiebegleitende Programme, Programme, die den Austausch zwischen Patient und Arzt ermöglichen, die zielen tatsächlich genau auf dieses Thema ab. Das heißt, die Eigenverantwortung des Menschen zu stärken, des Patienten zu stärken, oder des Versicherten zu stärken, welche Person das dann eben immer auch ist. Das heißt, die Eigenverantwortung und Eigenwirksamkeit der Menschen und auch der Organisationen wird hier viel mehr in den Fokus gehen. Das ist die Wette auf die Zukunft, die im Moment jeder macht, der in digitale Services im Gesundheitssystem investiert. Die Idee ist wirklich irgendwann, Daten zu erheben, also zu verstehen, wie verhält sich jemand. Diese Daten, wenn der Patient es wünscht,
Das ist natürlich Voraussetzung, sehr reguliert. Das heißt, die Menschen müssen einwilligen, dass sie das möchten, diese Daten auch mit dem Arzt zu teilen und dem Arzt eine volle Visibilität zu geben über das, was der Patient tut, sodass er intervenieren kann. Es muss aber nicht nur der Arzt sein, weil das natürlich sehr teuer ist. Das können auch andere Personen sein, das kann telefonisch passieren, das kann rein digital passieren, das können aber auch Angehörige sein. Wichtig ist, dass man dieses soziale System designt und digital abbildet. Und ich glaube nicht daran, dass ein digitales Armband, was meine Aktivität misst, mich dazu bringen kann, mich mehr zu bewegen, wenn ich diese soziale Komponente nicht dabei habe. Und da gibt es einige Services im Selbstzahlermarkt, die das schon sehr gut machen. Und die haben ganz verschiedene Ansätze. Es gibt zum einen Wettbewerbscharakter, das heißt, ich messe mich mit anderen Leuten. Das funktioniert nicht für alle. Andere wollen eher Unterstützung, die wollen eine Peer Group, die wollen sich mit Leuten austauschen, die in einer ganz ähnlichen Situation sind und sich gegenseitig unterstützen. Wieder andere wollen auch mal ermahnt werden und wollen auch mal, dass jemand den Finger hebt. Das ist ganz unterschiedlich. Und die digitale Welt gibt die Möglichkeit, wirklich zu messen, was funktioniert für wen und was ist wann von Erfolg gekrönt.